Da ist ein Hund. In diesem Sinne, Servus und Hallo zusammen. Willkommen zurück zu Seven Days to Die mit dem Hund und mit den Helden. Nee, Servus. ist Howdy, ist ein Wolf, ist it. Wo Sorry. denn? Im Südwesten. Ah, tatsächlich. Ja, den holen wir uns gleich. Kommt. Ja, sehr gut. Bei mir kommt er nicht. Interessante Gebäude. Jetzt ist er Tot. kaputt. Da ist er tot, sollen wir ihn gleich auseinandernehmen. Ein einzelner Wolf? Hier sind noch Steel Crossbow Bolts Dingens, ja. Ist so ein Händler da. Oder? Das ist da drüben? Nein, das ist kein Händler. Das ist ein. Wir fliegen in die Luft, weil safe und so. Ah. Sind zwei nebeneinander. Ein Händler ist das nicht, da. Beim Händler wäre eine Fahne. Naja. So ein ehemaliger Händler. Ein mächtiger Händler. Oh, ein Rocker. Tja, wer klöppelt denn da unten? Ja, das ist nichts Spannendes da drüben. Wir sollten an der Tankstelle auf jeden Fall noch das Benzin mitnehmen. Aber das hat doch schon jemand. Achso, hat schon jemand. Okay, gut. Und ich würde gerne, ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich würde gerne noch wegen dem Oil Shale noch kurz was probieren. Probieren. Oh. Da gibt es Sand und Stein und Clay. Vielleicht finden wir auf die Schnelle ein bisschen was. Das wäre ja sehr schön. Der Sand ist ein gutes Stichwort, das brauchen wir. Ja, zum Bauen, ja. Für das Concrete Mix, da brauchst du jede Menge Sand. Also ich bin in der Tanke drin. Okay. Ich bin auf dem Dach vom Shop. Welcher Shop? Wo wir drin waren. Also. Scheiße. Wie, Ist wie meine? Feraler, Feraler Rocker. Was ein Feraler Rocker, wo? Hinterm Shop, ich komme vor. Jo, komm vor. Keine Ausdauer mehr, Gott, ne? Komm zu mir, Leben. komm, 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 komm. Keine Ausdauer mehr. Jo, bin bei dir. Okay. Alles gut. Rechts. Ja, feraler Rocker, den willst du nicht wirklich, gell? Nee, Rocker willst du so schön gar nicht. Mein Gott. Oh, ich habe ein Chassis gefunden und einen Reifen. Was denn Reifen? Ja. Respekt. Was für ein Chassis? Bike Cycle. Bicycle, okay. Bicycle. Also, Alter, bei dir wieder alles gut? Gut, okay. Dann grabe ich mich weiter hinunter auf der Suche nach Gold oder Öl, schwarze Gold.
Ich würde jetzt natürlich ein bisschen Glück bedingen, ne, dass man gerade hier sowas findet. Das war das Schöne eigentlich früher an Seven Days, dass du immer was gefunden hast, egal wo du warst. Ja. Das war dann doch sehr angenehm. Man sieht doch irgendwo, auf welcher Höhe man ist, ne? Ah, plus 35, okay. Naja, ob man da was findet. So tief genug graben. Naja. Was will ich Dinge reparieren? So. Quasi nach Öl bohren. Ihr klöppelt weiter die Zets. Also ich versuche gerade mal mich in eins von diesen beiden Fours reinzuhauen. Fours? Achso, ja. Wo du gemeint hast, das sind die Händler. Ja, aber. Puh. Ich hab nur mit das Dach, dann komme ich zu dir, Markus. Ja. Gut, ich meine, der Vorteil ist halt jetzt, dass ich jede Menge Sand mitbringe, aber. Das ist schon mal was. Naja. Ich hätte trotzdem lieber Eushell gefunden. Naja, man kann nicht alles haben. Ich habe schon 1200 Sand. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, ist die Frage. Ich weiß jetzt das Verhältnis nicht, wie viel man braucht, ne? Das ist der neue Sandmann. Das ist der neue Sandman. Mr. Sandman. Genau. Ein Sand, zwei Steine und ein Zement. Oh, dann reicht's von ein bisschen was. Ja gut. Du doppelt aufwertest, dass du das ist klar, ist weg. Ja. Vermutlich. Das ist jetzt natürlich brutal spannend für die Zuschauer hier, ne? Wenn ich hier so Sand schaufel. Aber gut, muss ja, auch sein, ne? Die paar von deinen Zuschauern haben sich doch den Construction Simulator gewünscht. Ja, da fällt mir ein, du hast dem, der Matze hat ja gesagt, ne, Aldi hat gesagt, ja, du hast gebaut. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Wir haben ja was gebaut. Wir haben nicht, also wir haben halt Mist gebaut. Aber das, wir haben nicht gesagt, was wir bauen. Das wollte dann so nicht hören. Aber interessant, ne? Die Ausdauer geht gar nicht mehr so runter beim Schaufeln. Oh, was ist das hier? Blei! Das ist nicht euer Ernst, oder? Ah, das ist der Hobby. Hallo! Warte, du bist ja ganz schön tief. Ja, ich glaube, ich habe ja Blei gefunden. Ja. Ja. Ich wollte aber Eulschell, sie fix. Jetzt kein... kommt noch ein Blei. So ein Mist. Kannst du hoffen, dass da kein Zombie reinkommt, sonst... sonst fehle ich halt bei der nächsten Zählung, ja. Alter, wo bist du? Da drüben. Bin ich auf Blei gestoßen? Interessant. Also, in der Wüste gibt's Blei, meine Herren. Ja, gut zu wissen. Nicht, dass man es brauchen würde. Naja. Wurde etwas gedroppt. 113 Blei, ne? Recht. Achtung. Ah ne, der sticht sich noch durch. Okay.
Alter, wo bist du da rein? Um die Ecke rechts. Links, links. Na gut, da zieh ich ja gleich durch. Na komm. Da sind zwei Good Frames um die Ecke. Naja, also das hier ist wirklich ein Bleilager. Nimm ich noch ein bisschen Blei mit. Wenn es schon sonst nichts gab. Ist auch nicht schlecht. Ja, kann Munition herstellen. Den Skill vorausgesetzt. Wie viel Benzin hast du denn gefunden in der Tankstelle? Insgesamt mit dem Auto, glaube ich, waren es um die 400. Okay. Der Zapfsäule war nicht viel drin. Waren, glaube ich, so 40 oder so drin. Achtung, hier. Na, ich muss mal was trinken, na dann. Trinken wir doch mal was. Achtung, Alter, da ist einer bei dir oben. Ja, ist runtergefallen. Okay. Zu Hause haben wir, glaube ich, noch 1500, ne, von dem Sprit. Das ja. Weiß ich aus dem Kopf nicht. Ich habe ein Flanellhemd für dich, Homie. Hab ich selber. Danke. Mr. Flanell. Der alte Flanell. Oh, da ist glaube ich ein Ferrari dahinter. Wo? Mir? Ja, ich sehe es. Ah, die Krankenschwester. Die Mager, die hat er gern, die Krankenschwester. Nimm sie ihm bloß nicht weg, dann ist er eingeschnappt. Ach, wo? Doch, doch, ich weiß das. Tja, es scheint, als hätte ich kein Glück mit dem O'Shale, Leute. Ich versuche jetzt gerade nochmal einen anderen Weg, aber... Naja gut, es gibt ja noch genug Tankstellen. Ja. Blöde Schaufel ist wieder kaputt, ja dann kannst du mich gerne haben. So, 1er Schaufel ist ja einfach kacke. Der Nest oder was? Oder wo kommen die alle her? Meine Herren. Weiß es nicht. Wo seid ihr, Leute? Ja, wir sind immer noch in der Befestigung drin da. Okay. Moment, ich hab doch die Nailgun. Genau, aber glaube die Nailgun nutzen hier.
Cool. Das Steroide für den Alten gefunden. Sehr schön, da freut er sich. Glückwunsch. Sonst Blei. Okay, so. Guck doch für Zeit, ja. Jo. Alter, schmeißt du was am Boden für dich dann? Ihr seid über die Frames rein. Ja. Da ist noch einer hier draußen. Der ist kaputt. Über die Tür ist nicht gegangen, oder was? Die war... Ah, die ist locked, okay. Ja, die ist locked und die ist zu stark, um die dort zu kommen. Ja. Na schön. Geht's auf in die Heimat. Ist das meins oder ist das deins? Meins. Okay. So, wo ist der Patrick? Bei mir. Da vorne, wo ist das ein Bike? Dort vorne. Ach, da steht's. Okay, ich hab's nicht gesehen. Ja, dann fahren wir nach Hause, oder? Männer. Ja. Na denn. Das sind die Rocker, ne? Die da mit ihren 30er Mopeds durch die Nachbarschaft rauchen. Bei mir passiert gar nichts, ich drücke nicht hart. Du musst X drücken. Na, jetzt, was sagst du? X für Hupe. X-Hupe? X-Hupe. Das ist ungefähr so wie A wie Salz. Ja. Wenn du es noch weißt. Bei Cook Serve Delicious. Stimmt. A wie Salz. Da ist noch ein Shotgun-Messiah. Oh. Guck mal, ja, den könnten wir ja nicht schaffen. Schaffen wir nicht mehr, nee, kann ich schon. Aber was ist denn das hier links für ein Ding, wenn man. Sieht auch interessant aus, das Haus. Dahinter ist so eine kleine Garage. Die Fabrik meinst du da, oder was? Nee, hier gleich links. Das ist eine Tankstelle. Das stimmt. Aber anders als die, die wir kennen. Naja. Ja. Hauptsache, kann man vielleicht noch mitnehmen. Ja, den Sprit kann man noch mitnehmen, ja. Ich hab keinen Platz mehr. Ja, ich nehm schon mit. Ja, viel war's nicht, aber. Sag ich ja, in der Zapfsäule selber ist nicht viel drin. Nö, ist eine Frechheit eigentlich. War's ein Fialer. Naja, der macht wenigstens auf. Muss so ein Ding rein. Das ist bestimmt der Tankstellenwächter hier. Hey, du klopfst die Falschen. Da ist noch ein gemütliches auch noch drin. Ah, jetzt klopft er sich hier oben durch. Sehr, sehr schön. Jetzt hat er seinen Freund geklopft, das ist ja geil. Eieiei. Ja, wo ist er jetzt? Oh, da ist er. Super, Alte. Zerstörte Chemiestationen. Der ist kaputt. Was ist drin? Eine zerstörte Chemiestation. Die Jungs sind so brutal. Da freut er sich. Über den Kopf von Patrick hinweggeschossen. Diese sinnlose Gewalt.
Da freue ich mich. Alter, bleib mal da, bleib mal da. Bitte stopp. Genau so stehen bleiben. Ah, warum schleichst du mich hier an? Sehr gut, danke fürs Foto, ne? So. Komm, auf geht's, eine Stunde noch. Ja, jetzt müssen wir nach Hause, genau, Patrick, komm, hopp, hopp. Vollgas. Wir wollen dich ja nicht zurücklassen, aber wir lassen dich zurück. Hier gibt's Jung. Jetzt kommen gleich wieder die Geier, kannst du einen drauf lassen. Hauptsache es kommt nicht das Army Camp. Nee. Das muss nichts sein. Da ist es nämlich. Das hast du dir gemerkt, ne? Ja. Kann man irgendwie verstehen? Hier ist die Bank. Vier schöne Gebäude. Neue. Ach Gott, so, was ist das jetzt? Zerstörtes Biom oder was? Ups. Hier ist noch ein Shotgun Messiah. Ah, ich glaube, da waren wir schon mal drin, ne? So, sieht zu aus. Kann sein. Ist noch eine Tankstelle, wo du gerade vorbeigedüst bist. Und ich düse. Patrick, bist du auch auf Kurs? Ja, du bist hinter mir, ich sehe es gerade, ja. Ich habe gerade Kunststückchen hinter dir vollzogen. Kunststückchen? Ja, ich habe einen dreifachen Salto geschlagen. Nicht schlecht. Alter Angeber. Zwanzig Minuten noch, das wird eng. Ich sehe das zu Hause fast schon. Und jetzt werden wir begrüßt zu Hause von der Wanderhorde. Beim fünf Feralen Würfen. Und Schneewittchen. Und Bär. Und Schneewittchen, genau. Bär, stimmt, haben wir auch schon lange keinen mehr gehabt, gell? Ja. Der letzte war im Schnee, wo wir noch die Quests gemacht haben. Ich glaube, wir hatten doch noch einen Bären hier nebenan hier. Uah! Verdammt! Der Friedhof! Da wollte ich nicht hin. Kommt davon, noch wenn man es nicht anmacht. Oh, ich habe doch deins genommen. Dein Bike. Ich habe nämlich keinen Zugriff auf den Dings. Wir haben es doch gedacht. Aber ich hatte meins auch da vor dem Eingang abgestellt. Ja, verdammt. Ja, mach da einfach die Tür zu hier. Sorry. Wusste nicht, dass du so schnell ran bist. Da bin ich. Wunderbar. Wunderbar. So, mal kurz die Fressalien loswerden hier. Oder auch nicht. Jetzt ganz danach nicht. Jetzt. Nochmal 50 Fleisch, jawohl. Dreimal Yucca. Oh, das ist super. Das. Eisen kommt da rein. Also nochmal Blei. Jetzt haben wir 2800 Sand, auch nicht schlecht. Ich hätte ja noch einen Kampfanzug. Sowas wie du hast, oder wie? Ja. Cold und Heat Resist 8. Zeig schon mal. Achso, ein BDU, ja, den habe ich auch. Ich schmeiße in die Kiste. Aber danke. Ich konnte mit dem Begriff Kampfanzug nichts anfangen.
So, Pilzsetzlinge, zack. Old Cash kommt da oben rein. Wofür ist das gut? Soll nur zum Zerlegen, kannst, oder? Kannst nur Papier draus machen, habe ich so den Eindruck. Ah. Ist was, was? Was anderes Sinnvolles habe ich nicht entdeckt bisher. Das ist Old Cash. Das kannst du beim Händler abgeben, kriegst Token dafür. Echt? Ja, und das nicht einmal so wenig. Also verkaufen meinst du jetzt, oder? Weil da gibt's ja keine Quest für. Oder doch? Ja, verkaufen wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ja, genau. Verkaufen, ja. So. Zement. Gut. Ich schmelze mal so das alte Werkzeug ein, das kaputte alte Werkzeug. Mhm. Verlieren wir nicht so viel Eisen wenigstens. Patrick, könntest du mir bei Gelegenheit mal eine Schaufel machen, bitte? Das wäre sehr nett. Die Schaufel ist ja drin, der Dreier. Echt? Wo? Rechten. Da nicht. Hier in der rechten, der Werkzeugkiste. Das ist deine, oder was? Oder wo? Also hier, Moment. Hä? Ach, da ist sie jetzt, mein Gott. Ja, okay. Hier darf ich die haben. Sicher. Ich hab meine eigene. Ich brauch keine. Ich brauch keine. Wieso nicht? Hol ich euch beide ab. Provokant. Ganz schön provokant. Was denn du das? Also das Concrete Mix, das war das, was du gefunden hast, ne? Ja. Ja, das 700 schon mal, ne? Na gut. Ja, Leute, ich schaue auf die Uhr, stelle fest, wir sind mal wieder am Ende einer Folge. Wer hätte es gedacht? Ich. Ne? In diesem Sinne. Wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Beim nächsten Mal geht der Wahnsinn weiter. Tag 21 wartet auf uns. Ja, dürfte vermutlich ein bisschen heftiger werden als noch zuletzt. Ja, wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis neulich. Ciao.